Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier im Schneebiom. Und wie ihr seht, ich habe mir hier eine kleine, kleine Behausung gebaut. Nichts Großartiges, einfach nur um hier ein bisschen die Nacht zu überdauern. Morgen ist Händlerreset. Wir haben einiges, was wir bekommen haben, was wir dringend brauchen. Wir werden uns jetzt mal hier in den nächsten Stunden damit beschäftigen. In den nächsten Stunden, Ingame-Stunden wohlgemerkt, ja. Zum einen mal jetzt hier unser AK umzubauen. Dann könnte man die alte eigentlich verkaufen. Wo ist es? Verändern? Passen auch zwei Slots nur rein, leider. So, die Zweier werden wir gleich mal reparieren. So. Was ist das? Blaufichtensaat. Ah ja, genau. Im Schneebiom gab es ja andere. Die können wir scrappen. Im Schneebiom gab es ja andere Bäume. Ha. So. Ich will jetzt aber eigentlich die Zeit nutzen, um zum einen hier ein bisschen Stein zu hauen. Und da sollten wir auch mal schauen. Können wir uns eigentlich schon eine neue Spitzhacke bauen, Eisenspitzhacke der Stufe 5 sogar. So, die gehört erstens mal geladen, ne? Ich meine, mit dem wären wir eh so fertig. Ich habe euch ja vorangekündigt, dass ein bisschen Farmen notwendig sein wird. Ist da irgendwas drunter versteckt? Nö. Hätte das sein können. Also, ein bisschen Farmen ist notwendig, leider. Schaut jetzt nur gerade, dass wir Blei. Blei brauchen wir jetzt nicht so akut. Wir brauchen akut Stein, Nitrat und Eisen. Da ist ein Eisenblock, den holen wir uns gleich. Da hinten ist aber ein Puma. Geladen. Sehr gut. Unser erster Puma oder Berglöwe. Meine Damen und Herren. Das ist kein Eisen. Ich dachte, da wäre Eisen gewesen. Wo habe ich jetzt Eisen gesehen? Das müsste Kohle sein, ne? Ja. Da oben ist Eisen. Wir müssen bedenken, es gibt hier auch Bären, ne? Wir nutzen jetzt einfach die Zeit, dass wir hier ein bisschen was farmen. Weil ehrlich gesagt, ich mag weiterspielen und ich will jetzt nicht die ganze Nacht nur abwarten, im Haus da drinnen stehen. Darauf habe ich auch dann nicht so einen Bock. Mit dem Erdbohrer wird das natürlich alles besser gehen und wir hätten mehr Ausdauer. Hahaha. Glas Honig? Ah, schön. Und wir haben eigentlich nichts zum Essen, ne? Wir können uns auch gerade nichts craften. Ich kann zwar Lagerfeuer machen. Geht der Stein auch raus? Jawohl. Aber ich habe weder einen Kochtopf mit, noch einen Grill. Ist das dann so gescheit, was ich da gerade mache? Nachdem wir jetzt einen Schmelztiegel haben, braucht man natürlich viel von vom Eisen, was wir einschmelzen müssen. Jetzt ein bisschen hier Steine sammeln, wenn da die Ausdauer wieder ein bisschen aufbaut. Da sind immer ganz, ganz große Vorkommen unter den Steinen, also unter den oben angedeuteten quasi
Schauen, ob hier eh kein Bär oder so um die Ecke kommt. Wisst ihr was? Wir schauen jetzt ganz kurz beim Händler, ob der vielleicht eine Grabungsquest hätte. Wenn der eine Grabungsquest hat, dann würden wir schnell die Grabungsquest machen. Die Nester sieht man hier verdammt gut, ne? Wobei wir ja gesagt haben, wir wollen eigentlich weg von Ham & Eggs hin zu ordentlicher Nahrung. Jetzt können wir noch schnell schauen, ob der eine Grabungsquest hat. Dann würden wir die Grabungsquest einfach machen. Eine Vierer Grabungsquest. Und da in der Mitte auf den Turm waren wir eigentlich auch noch nicht oben, ne? Na schau, da liegt auch noch was. Du, Yu, hast du zufällig Stromzufuhr? Leider nicht, ne? So don't fuck with me. Eine Einzelquest machen wir auch nicht. Aber darf ich dir... May I? Just look. Wo ist jetzt der K? You can't afford a high quality firearm. You should at least take a job. Wäre eine Möglichkeit gewesen, ne? Irgendwie jetzt ein bisschen die Nacht zu überdauern. Können auch hier ein bisschen looten. Oder auch nicht. Das heißt, der Joel müsste dann der letzte Händler sein, ne? Und der ist wahrscheinlich dann im verbrannten Biom und da werden dann wahrscheinlich die ganzen Fünfer-Quests sein. Uah. Und von dem kacke ich mich ein bisschen an, ja? Voll viele Nester. Stein brauchen wir auch ganz viel. Haben wir auch keinen mehr. Eigentlich brauchen wir eh alles, ne? Heute machen wir mal eine Farming-Folge. Leisten können wir uns eh nichts. Ah, Goldruten, die brauchen wir jetzt nicht. Das können wir, beziehungsweise können wir uns selbst machen. Marito, bedenke, du hast keinen Schlafsack hier. Aber wenn wir mit ein paar Eier zurückkommen, ist auch gut. So, wo war denn jetzt das Eisen, wo ich angefangen habe zum Graben? Aber sonst fangen wir das da an. Fangen wir hier an. Na, das ist kein Eisen, das ist ein normaler Stein, oder? Ja. Das war nur ein Stück der Da ist es. Da ist unser Loch. Schauen wir mal, wie viel das wir rausbekommen hier, ne? Gehört halt auch irgendwo ein bisschen dazu, sowas zu machen. Zumindest bis jetzt haben wir es eh gespart, ja? Hier mit euch gemeinsam zu farmen. Kann ich das Ei? Durchfall 0. Nahrung 5, ja. Gibt es Durchfall 12%? Okay. Lassen wir mal zwei Eier. Sammle Eisen ist abgeschlossen. Wenn wir hier in der Nacht schon sind, dann laden wir aber durch. Überrascht will ich auch nicht werden. Wie sich das gleich anders anhört, ne? Wenn man geduckt ist.
Der ist noch immer da oben. Da ist ein Bär. Und tschüss. Da ist ein Bär. Ich würde jetzt echt gern den Bären da schießen. War das jetzt gescheit? Wow. Das war aber kleiner Bär, ne? Testosteronextrakt. Vor Knochen. Ein Zombiehund, oder? Ich bin halt einfach überladen. Scheiße. Verrottete Fleisch. Will ich gerne mitnehmen. Und Nitrat, ne? Ist aber eh kein Nitrat dabei. Okay. Okay, vergiss es. Machen wir das. Machen wir hier weiter, Freunde. War das schon alles an Eisen, was da drin ist? Nee, das kann ja nicht sein. Da. Immer ein bisschen umschauen. Ritu ist da sehr ängstlich. Für den Ausgang sorgen. Mal zur Not schnell rauskommen. Wir haben halt echt ein Ausdauerproblem gerade. Oh Mann, bin gerade voll nervös, ne? Sowas macht mich immer dann voll nervös. Ah, da ist wieder Eisen, schau. Oh! Ich hab keine Ausdauer. Der hat uns da oben noch nicht gehört oder gesehen. Ja, komm her da. Komm her, du. Oh Mann. Ja, wir haben Hunger. Großen Hunger sogar. Das ist echt viel, ne? Schauen wir, dass wir vielleicht so 2000, maximal 3000 Eisen zusammen erfarmen. Und vielleicht ein bisschen einen Stein. Stein werden wir auch brauchen für Couple Stones wieder.
Immer schön schauen, dass wir rauskommen hier. Beziehungsweise ist die Spitzhacke eh gleich durch, sehe ich gerade. Da würde man auch das Reparaturpaket jetzt sparen, wenn wir eh dann eine neue bauen. Schauen wir kurz mal währenddessen zu skillen. Und zwar, wir haben ja gesagt, der glückliche Sammler wollen wir, ja? Und wir wollten auch in den fortgeschrittenen Ingenieur investieren. Elektrische Fallen, dass wir da EP bekommen. Ein glückliches Sammler in der Wahrnehmung. Gehen wir hier noch einen rein. Bekommen wir besseren Loot, ne? Oder haben die Chance auf besseren Loot, sagen wir so. Ihm geht's halt echt gerade nicht gut, ne? Der hat voll den Hunger. Ich kann jetzt zwar hier noch ein paar Eier essen, aber es wird auch nicht wirklich helfen. Zumindest nicht viel. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Ausdauer zumindest. Die Frage ist ja, und das habe ich bis jetzt leider noch nicht behirnt, fängt der Händler-Reset an Tag 25, wenn er aufmacht, um 4 Uhr morgens oder erst um 8? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ah, ich freue mich schon so auf den Erdbohrer, dann geht das so schnell und leicht. So. Ups. Kurz mal umschauen hier. Wollen wir uns hier noch ein bisschen einen Stein? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch ein Holz zu Hause habe. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo da im Schnee gefangen und müsst euch dann von so rohen Eiern ernähren. Blah. Ekelhaft. Ekelhaft. Saloon. Ist das wieder so ein Saloon, wie wir ihn schon gemacht haben? Hier ein bisschen Holz. Wird das? ...28 ist die nächste Horde, 27 müssen wir zu Hause sein. Am besten mit ein bisschen Mats. Was wir... ...mit unserer Horde-Base nur ein bisschen aufwerten können. Nur haben wir kein Geld. Das große Problem dran. Ich brauche jetzt hier gar nicht laufen. Hallo, mein Freund. Ah, es ist so geil. Entschuldigung, es ist so nice. Nice!
Es ist eh spannend, mal hier in einem nicht so Standard-Biom, ja. Einfach mal die Nacht draußen verbringen und Lärm machen. Wir sind mittlerweile relativ gut aufgestellt. Von der Ausrüstung her. Aber bei weitem noch nicht gut genug, sage ich jetzt mal. Ne? Unverwundbar sind wir definitiv nicht. Hier ein bisschen schauen, was da so auf uns zukommt oder kommen kann. Lass mich kurz beim Motorrad schauen. Da haben wir ja Nitrat, ne? Das tauschen wir jetzt. Ah, schaut, jetzt können wir einiges stacken. Da haben wir gleich viel mehr Platz. Und da haben wir noch Hemenex. Oh, nice. Ist schon wieder so ein Zombie-Hund, ne? Wie sind der jetzt? Jetzt kommt sie. Das war klar. Aber das wollte die. Er will den Hund looten. Gibt nämlich auch ein bisschen Leder, ne? Ey, da sind voll viele Motoren. Es war jetzt wirklich in fast jedem Auto ein Motor drinnen, was ich hier gelootet habe. Oh, wie geil. Oh, wie gut. Uah! Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Halbi-Transport. Wisst ihr, wie man einen Halbi nennt? Wenn er unterwegs ist? Kurzstrecke. Oho. Da, der war nicht gut, ich weiß. Trotzdem. Wollte schauen, die geben nämlich auch Nitrat, ne? Warum bin ich da jetzt eigentlich gerade drauf? Tierfett braucht man nicht. Lass mich da noch ein bisschen schauen. Einfach ein bisschen Zeit vertreiben hier in der Apokalypse. Übrigens, Leute, ich bin immer noch total angefixt von der Idee, da Community-mäßig was zu machen mit 7 Days to Die, mit einem Server oder so. Und da gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob euch das interessiert, ob ihr übrigens auch dabei wärt, ne? Das wäre nämlich schon cool, irgendwie so. Wenn wir da was gemeinsam machen, weil 7 Days to Die macht saumäßig Spaß, ja. Aber zum Mehr macht es noch mehr Spaß. Was haben wir da? Das müsste wieder irgendwie so Samenzeug sein, oder? Mais-Samen, ja. Ach komm, gib Ruhe. Open. Will da eigentlich gar nicht rein. Eigentlich brauche ich Stoffe nicht. Aber ich brauchte. War jung und brauchte das Geld, ne? Kommst drüber, Wasser brauche ich auch nicht. Und drüben Wasser habe ich mehr als genug zu Hause. Oh, Lucky Looter. Messing, das Gold des Ödlands. Da vorne ist wieder ein Polizeiwagen. Ich schau, was da alles gibt. Blei kriegen wir so auch genug. Die habe ich jetzt nicht kommen gehört.
Knife Guy. Tech Planet. Was zu trinken. Stoff. Ein prediger Hut. Und ein Vierer Messer zum Verkaufen, ne? Gibt sicher mehr Money als die Dinger da. Weiß nicht, soll ich dafür. Ah, sie ist sie klein. Morgen. Die Nacht ist gleich um. Kurz zum Polizeiauto gehen. Mais-Samen können wir sie selber machen. So, mag von euch noch jemand zu mir laufen? Ich habe gerade geglaubt, dass er. Ein Puma. Bleib halt einfach liegen. Freund Schneeschuh. Ups. So. Jetzt braucht man immer leise sein, ne? Ein bisschen was zum Verkaufen haben wir jetzt auch wieder bekommen. Schauen wir, ob wir das Polizeiauto knacken. Weil die zwei Schraubenschlüssel, die alten, die werden wir auf jeden Fall gleich verkaufen. Wenn wir schon um 5er haben jetzt. Sehr cool. Also. Wir haben schon unser Ausrüstungslevel deutlich verbessert hier, ne? Auf dieser Tour, was wir uns begeben haben. So, komm. Tüdüdüm. An Schmodder haben wir eigentlich relativ viel zu Hause. Eisen? Wo ist Eisen hin? Federn finden wir auch wieder. Komm. Mach mal so. Hockzilla Ranch LLC. Ach, Eisen habe ich, glaube ich, ins Motorrad übertragen, ne? Wer rülpst mich da an? Eisen müsste sich ins Motorrad übertragen haben. Halbis. Da kann er mal aufrecht gehen, der Halbi. Zwei Vitamine, eins komm, eins nehmen wir. Jetzt war einfach neugierig, was da drunter ist. So. Den Rückweg werde ich uns dann natürlich schneiden, aber jetzt schauen wir zuerst, ob wir irgendwas noch an den Mann bringen oder von dem Mann bekommen. Haha. So, das können wir verkaufen. Munition haben wir relativ viel. Verkaufen bleibt bei uns. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Den Motor verkaufen wir. Honig behalten wir uns. Haben wir hier noch irgendwas? Das nehmen wir mit zum Handy. Robotikteile, komm, die kriegen wir wieder. Kriegen wir bestimmt wieder. Das wird dann noch verkauft. Lehm, ja. Komm, den behalten wir uns jetzt erstmal. Steinnitrat. Okay. Die Rüstungsteile verkaufe ich auch jetzt. Die haben wir auch zu Hause. Säure. Weiß ich gerade nicht, für was wir es brauchen. Aber wir haben relativ viel daheim. Öl werden wir mehr brauchen. Pilzsporen brauchen wir gar nicht. Die haben wir zu Hause. So, sortiert. Hat er schon offen? Hat er einen Reset gehabt?
offen hat er. So, Tag 28. Verkaufen wir mal. Schauen wir, was wir sich leisten können. Ne? Wahrscheinlich nicht viel. Ist nix. Es ist eigentlich nix. Wir können uns nicht mal wirklich Betonmischung leisten. Ich möchte ihn eigentlich behalten. Komm, da verkaufen wir jetzt was. Wir nehmen... Geht sie immer noch nicht aus? Wenn ich mal 350 Betonmischungen mit. Hast du einen Erdbohrer? Nein. Hast du einen Beton-Zementmischer? Nein. Happy Trails, mein Freund. Darf ich dann im... Na, eigentlich braucht man bei den anderen jetzt gar nicht mehr schauen, ne? Eigentlich braucht man bei den anderen Händlern gar nicht schauen, wir haben kein Geld. Ich fahre jetzt zum zweiten Bob, zu Bob 2. Dort sehen wir sich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich beim anderen Händler. Ups. Ich habe jetzt mal so am Weg ein paar Autos mitgenommen. Ich habe ein paar Briefkästen mitgenommen. Zack. Seht ihr, habe ich ein paar Bücher wieder bekommen. Ein Vorstand. War das jetzt am Forged Ahead? Jawohl. Cool. So, wir looten hier kurz durch. Schauen, was er hat. Leisten können wir uns eh nichts. Vielleicht finden wir ein bisschen was, was wir brauchen können. Oder ihm dann von seinem Zeug verkaufen. Warum ist nichts? Okay. Ups, da ist eine Tasche. Und ein paar Knochen drin. Jawohl. So. Ja, so der aufregende Scheiß ist jetzt nicht da, ne? Messer können wir ihm verkaufen. Mais können wir essen. Oh, das können wir auch essen. So. Den einen oder anderen Puma habe ich auch noch mitgenommen. Oder Berglöwen. Ich weiß noch immer nicht, wie wir uns darauf geeinigt haben, dass wir ihn nennen. Was mir den Weg gekreuzt hat. Klöpapier. Ja, Bücher. Wiring. 28 von 100 erst. Zack, zack. Geschossspitzen nehme ich lieber mit. Das ist eine Werkbank. Die, auf die bin ich so scharf, ne? Auf die Forged Ahead Bücher. 27, 30 braucht man für einen Zementmischer. Was? Da ist auch noch was. So kommt halt auch ein bisschen Zeug zusammen, ne? So kommt auch ein bisschen Zeug zusammen. Waren wir beim letzten Bob eigentlich da oben? Hat er das auch gehabt? Und gleich essen. Lachs, also Hunger haben wir gestillt. Yes, Rifle World. Ich finde es ja schade, dass man nicht lesen kann, was auf den Papieren oben steht, ne?
Hat der andere Bob das auch gehabt, dass man da raufgehen kann? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Das wäre auch wieder was zum Verkaufen. Schockstabteile. Man genug zu Hause. Müssten wir dann direkt nochmal schauen, ne? Forged ahead. Sehr schön. Messing ist sehr wichtig. Zwei Bücher braucht man nur mehr. Vom Forged ahead. Ein Buch. Genau, da steht der Gyrokopter. Haben wir raus. So. Schauen wir drinnen kurz nur nach. Da ist noch was zum Looten. Lass mal drin. Braucht man nicht. Den Ziehen nehmen wir natürlich mit. Kein Platz im Inventar, ja. Oh, ich freue mich schon so auf den. Okay, also Händler erwarte ich eigentlich, dass hier das Dach zu ist. Stahlwerkzeugteile vor Samen. Das sind alles Sachen, die wir ihm verkaufen können, ne? Von seinem Zeug. Vielleicht hat er doch noch ein Buch für uns oder zwei. Dann können wir zumindest zu Hause dann. Genau, dasselbe wollte ich dir auch gerade sagen. So, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Das, 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 das. Magnum-Munition kannst du eigentlich auch haben, weil ich habe eh kein Magnum und wenn, ich habe eigentlich noch nie mit der Magnum gespielt, ne? Hast du? Er hat keine Bücher. Nicht die, was wir brauchen. Schauen wir hier kurz. Nö. Handgranaten, hey. Da geht mein Herz wieder auf. So, wo sind wir da? Steht das Vehikel? Sehen uns gleich beim anderen Bob drüben, ja? Bis gleich. Leute, wir müssen nochmal umkehren. Schaut mal, Airdrop. Airdrop hinter uns, also da, wo wir eigentlich gerade herkommen. Den müssen wir uns natürlich holen. Den holen wir uns auch gemeinsam schnell. Der ist eh nicht so weit weg. Denke ich. Ich habe jetzt noch ein paar Autos gelootet. Ich bleibe auch bei jedem Postkasten, den was ich sehe, stehen, mehr oder weniger. Aber das holen wir uns auch noch schnell gemeinsam. Tülütüm, tülütüm. Jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir gerade uns getrennt haben. Da ist der Händler, wo ich gerade weggefahren bin. Und in dem Moment kommt hinter mir eben der Airdrop. War noch gar nicht so weit. Trader Bob. So, bin gespannt, was diesmal drinnen ist, ne? Bin wirklich gespannt, was diesmal da drin ist. So, den habe ich, glaube ich, noch nicht gelootet. Da bin ich vorher anders gefahren. So. Lass mal hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Zwei Jagdgewehre nehmen wir gern. Munitionsfertigungspaket und Fertigungspaket der Zeitschriften. Oh. Jetzt bin ich überladen, ne? Jetzt habe ich nicht alles bekommen. Liegt da noch was? Jawohl. Zweimal Wiring. Okay. Also, bis gleich beim anderen Bob.
So, schaut mal. Der andere Bob hat tatsächlich auch so ein Ding oben. Was wir vergessen haben zum Looten. Da wollen wir jetzt gleich mal raufschauen. Sonst müssten wir hier eigentlich alles gelootet haben. War da oben eben nicht. Da ist diesmal nix. Hier drüben war es auch nicht. Hier haben wir ein paar Bücher. Watch the head. Wir haben die 30. Wir können einen Zementmischer bauen, oder? Warte mal. Zementmisch. Yes, baby. Wir fahren heim. Mit einem Zementmischer. Ups. Ah, da ist verschlossen. Vielleicht sind wir deswegen damals da nicht hergekommen, weil wir von innen versucht haben. Ah, das ist aber total übersehen, dass da oben was ist, ne? Ich habe wieder ein bisschen was zum Verkaufen aus den Autos mitgenommen. Beziehungsweise aus den Briefkästen. Scheinwerfer haben wir eh genug. Magst du Papier? Magst du Stoff? Nee, magst du Samen? Ja. Magst du Rohre? Auch. 1600 haben wir. So. Hat er einen Erdbohrer? Nö. Bohrer? Nee. Motorrad? Nö. Dann können wir eigentlich nur mal schauen, ob er ein bisschen hat er auch nicht gemischten Beton hat. So, warte mal. Das heißt aber im Umkehrschluss, jetzt braucht man dann Sand, ne? Jetzt braucht man dann doch Sand. Müssel buy it now. Myself. Wir fahren jetzt hier kurz zur Biomgrenze. Nehmen jetzt ein bisschen Sand uns mit. Weil für Zement braucht man, oder Betonmischung braucht man Zement, Stein und Sand. Ja, glaub schon. Ich glaube, ich erinnere mich so. So. Und wo gibt's, kann man besser Sand farmen als hier in der Wüste, ne? Haben wir Inventar frei? Ja. Lehm und Sand. Wobei da mehr Lehm rauskommt als Sand. Okay. Achso, na, da habe ich mehr im Inventar. So ist das gemeint. Jo, ich farme jetzt hier noch ein bisschen Sand, würde ich sagen. Wir sehen uns dann gleich bei Jen. Jenny Baby, we are here. So. Ich habe insgesamt 1000 Sand gesammelt. Es ist jetzt mittlerweile 19 Uhr abends. Wir schauen kurz zur Jen noch. Stimpaks. And now Radex? No, you got the wrong store. Habe ich irgendwas, was sie ihr verkaufen kann? Nein. Hat sie irgendwas, was sie uns verkaufen kann? Na, geh her da. Achso, da haben wir unser Ziel gerade erreicht. Rohstoffe, Betonmischung. Ja, wie viel geht's hinaus? Was wir haben, haben wir gleich, ne? Nee. Komm. Die machen wir uns selbst, ne? Schauen wir noch kurz, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir mit rübernehmen können. Ich glaube, da habe ich ja auch... So, zack, zack. Zack, ein bisschen was da rein. Was ist denn hier noch? Den können wir verkaufen. Sie wollte ihn nicht. So. Nehmen wir mal mit, was geht. Räumen wir mal da ein, was geht. Und dann geht das da auch noch, ne? Hopfen. Ja,
Brauche beides nicht. Brauche ich eigentlich beides nicht, ne? So, Leute, nächster Schnitt. Heute haben wir viele Schnitte. Wir sehen uns gleich zu Hause. So, wir sind zu Hause, liebe Freunde. Lange hat es gedauert, unsere Tour. Wir räumen mal unseren ganzen Loot, was wir bekommen haben, weg. Zack. Zack. 800 haben wir jetzt zum Aufwerten. Hier gleich was in die Händlerkiste rein, was in die Händlerkiste gehört, so wie das Geld, ne? Das gehört rein. Das Einser-Jagdgewehr werde ich auch verkaufen. Munitionsherstellung haben wir ein bisschen was. So. Fette Leber und so weiter. Zack. Jetzt haben wir auch wieder. Ups, das wollte ich nicht. So. Eisenbahn. Geht auch nichts rein. Ackerbau. Die kommen auch hier mit rein jetzt. Hopfenblume. Gehört eigentlich in die Küche, ne? Eigentlich gehört es in die Küche. Bisschen Fleisch haben wir. So. Zack. Honig habe ich 3 Stück noch insgesamt gefunden. Haben wir jetzt 8. Sehr schön. Holen wir mal da jetzt alles raus. Wumms. Und da bekommen wir schon wieder Besuch. Kaum sind wir zu Hause. Kommt der Nachbar gleich vorbei. Hallo Nachbar. Hallo Wolfgang. Wir nennen ihn jetzt einfach Wolfgang, ja? So, Eisenbahn. Zaram. Munitionsherstellung. Zaram. Und wir brauchen Federn. Ja, ich hätte nicht so viel Federn wegschmeißen sollen. Komme ich gerade drauf. Kleber. Klebeband. So, Munition. Werden wir ein bisschen was zurücklegen da jetzt. So viel braucht man nicht. Ich gebe jetzt einmal alles schnell rein hier. Zack, zack, zack. Also Munition geht es uns eigentlich, von der Munition her geht es uns relativ gut, ne? Würde ich sagen. Erste Hilfe haben wir noch was. Verbände haben wir auch schon relativ viele. Bei den Teilen kommt das dazu. Bau. Ja, so eine Zange haben wir eh schon. Das heißt, die andere Zange können wir verkaufen. Da waren wir eben nicht sicher unterwegs. Die AK werden wir auch verkaufen. Ganz wichtig. Munitionsherstellung. Haben wir auch ein bisschen was bekommen. Es kommt dann Vitamine. Okay, Bau. Oh, schaut, wir hatten eh noch 1000 Sand, sehe ich gerade. Knochen. Knochen haben wir sehr, sehr viel, ne? Hier von Schmodder haben wir auch schon sehr viel. Nitrat fehlt ein bisschen. Aber ich habe jetzt gerade beim Heimfahren eine Nitratquelle gesehen. Da werden wir definitiv die Tage hin. So, das kommt dann noch hierher. Das, achso, na, das sind Samen. Das sind auch Samen. Leder. Warte, aber noch Fleisch. Und Dosenfutter. Wasser haben wir jetzt mittlerweile auch mehr als genug, ne? Bräuchten wir eigentlich schon einen eigenen Wasserschrank. Leder. Haben wir auch wieder genug. Genug, also genug haben wir nie, aber ausreichend. Das trinken wir gleich. Die Dietriche, die Mods können hier noch rein. Wobei ich schauen wollte, ob die, hat die noch verändern, einen frei? Nein. Hier keinen mehr frei. Munition, dann kommt das noch dazu. Und das war's für diese Folge. Liebe Leute, in der nächsten Folge wollen wir unseren Zementmischer aufbauen. Wir wollen eine zweite Schmiede aufbauen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Nitrat brauchen wir. Ja? Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.